Boah, 51.000 Kronkorken. Schön. Ja, das erinnert mich dann wieder etwas an Fallout 2. Da hatten wir auch sehr viel Geld am Ende. In Fallout 3, da waren wir eigentlich immer knapp bei Kasse. Mehr oder minder. So, ich sollte jetzt auch ein wirklich wesentlich leereres Inventar haben. Okay. MF-Zellen, naja, haben wir immer noch ein paar. Wir haben sehr viele E-Zellen. MF-Zellen. MF-Breeder. Ah, Laser-Detonator, den können wir auch ablegen. Die Waffe, die ist leider nicht mehr wirklich intakt. Mit dem Gauss-Rifle könnten wir die reparieren. Die verschießt MF-Zellen. Das können wir eigentlich machen. So. Dann ist die Waffe nämlich wieder intakt. Und die L-A-E-R, La-R oder Leer, die ist schon eine sehr ordentliche Waffe. Brotmachete, ach die, ja, die hätte ich auch verkaufen können oder ablegen. Ihr seht, wir haben unser Interieur, unser Inventar, haben wir etwas ausgedünnt, unser Waffenarsenal. Okay. Ich will den Hund nicht loswerden. Okay, wir könnten ja auch die T51B, die hier könnten wir natürlich tragen und mit der normalen reparieren, wobei ich ja die normale schon wieder... Das Problem ist, die T45D Powerrüstung, die ist eben, naja, deutlich schlechter als die Brotherhood T51B. Ich weiß eben nicht, hat das irgendwelche negativen Auswirkungen, wenn wir die hier tragen, dann werden wir eben der Bruderschaft zugeordnet. Das könnte eben durchaus problematisch sein. Rüstung des gezeichneten Speers, die wollte ich auch noch loswerden. Und die hier können wir leider nicht reparieren, die Aufstandsausrüstung. Ach so, ja, ich wollte doch Gegenstände verkaufen. Quatsch, verkaufen, reparieren. Verkaufen haben wir, ja. Wir haben gekauft und verkauft. Ich wollte ja Gegenstände reparieren. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Jetzt haben wir doch mehr als genug Geld. Werden Sir während des Aufenthaltes hier des Öfteren zugegen sein? Ich weiß nicht, aber danke der Frage. Wir sollten ihn James nennen. James klingt so nach einem Butler. Also nichts gegen jemanden, der... James ist ein schöner Name, wollte ich angemerkt haben. Aber erinnert mich an einen Butler. Da werde ich mir bestimmt keine Freunde machen. Reparieren. So. Machen wir mal. Wir haben genug Geld. Zack. Das würde jetzt 10.000 kosten. Und ganz ehrlich, wir machen das einfach. Mir egal. Schaufel, naja. Das auch nicht unbedingt. T45D-Helm, den würde ich auch noch reparieren. Jetzt haben wir wieder ordentlich etwas ausgegeben. Okay, Laser Rifle Plus. So. Okay. Werden Sir während des Hat er jetzt auch das Geld in seinem Inventar? Dinge kaufen. Ja. Tatsache, hat er wirklich. Das heißt, hier könnten wir wieder Dinge verkaufen. Und zwar könnten wir hier unter anderem das... Ach nee, den Hut behalte ich. Das hier... Powerhelm, Rüstung, Rüstung, Super Stimpaks behalten wir, Stimpaks behalten wir, Steady, Sniper, Rifle, Schaufel, Rüstung des gezeichneten Schwerers verkaufen wir. Rebound, Rakete, entzündbar, Rakete, ich weiß nicht inwiefern wir die noch gebrauchen können, keine Ahnung. Und die werden ja, die werden wahrscheinlich in dieser kleinen Stückzahl, ja, die bringen nichts in dieser kleinen Stückzahl. Die werden wir mal los hier. Red X Psycho. Schaden plus 25%. Können wir uns vielleicht nochmal am Ende einwerfen. Mini-Nukes, die behalten wir. Schadensresistent. Die hier will ich noch loswerden. Kaliber, Kaliber. Das Upgrade-Jet. Hülsen bringt zwar nichts, aber die brauche ich beim besten Willen nicht mehr. Haarklammern. Ach, wir haben doch noch einen Goldbarren. Yay. Ganz vergessen. Ich dachte, wir haben gar keine mehr. Energiezelle, 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 Elektronenakku. Cat Eye. Die kann weg. Bittertrank. Naja. Arzttasche, Gegengift. Und Patronen. Patronen, Patronen, Patronen. Ja. Okay.
Dann haben wir immerhin wieder 46.000, also wir haben jetzt keinen großen Verlust gemacht im Endeffekt. Sehr schön. Gut, wie ihr seht, unsere Rüstung ist jetzt auch wieder intakt. Dann. Genau, Schleichsicht und Wahrnehmung plus 1. Naja, die schützt uns um 20 immerhin. Aber das ist eben kein Vergleich zur Bruderschaftsrüstung, wie man sieht. Ja, zur normalen wird das schwierig. Also, wie gesagt, diese Aufstandsrüstung hier, die ist echt wirklich nicht schlecht. Die ist wirklich nicht schlecht. Sehr ordentliche Rüstung. Schusswaffen plus 5 und Bewegung plus 1, das ist eben sehr praktisch. Deswegen würde ich auch zu dieser Rüstung hier tendieren. Okay. Gut, ich denke, jetzt können wir wirklich mal gehen. In diese Richtung hier, ja. Jetzt ist eben nur die Frage, ich weiß nicht, wo ich jetzt noch mehr Munition herbekommen würde. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Wir reisen jetzt noch einmal zum Krankenhaus New Vegas. Das hier. Die Reise treten wir an. Ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wo wir noch mal. Eine Sache fällt mir noch ein. Genau, eine Sache fällt mir noch ein, die ich erledigen wollte. New Vegas Klinik. Da sehen wir noch einmal vorbei. Hallöchen, Frau Doktor. Sie sind zurück. So, Implantate, was kann sie verkaufen? Hat sie auch noch Stimpaks? Oh ja. So. Immer her damit. Und damit. Alle. Ich kaufe alle. Schön. So, Implantat. Gut, lassen Sie mich schnell ausprobieren, ob Ihr Körper ein weiteres Implantat verkraftet. In Ordnung. Ja, sehr Sie sind schön. gesund genug, um ein weiteres zu verkraften. Welcher Eingriff darf es sein? Ich hatte ja aus unserem Special etwas erhöht. Verbessern Sie meine Wahrnehmung, meine Ausdauer, mein Charisma, meine Intelligenz. Ausdauer? Der Nozizeptionsregulator modifiziert Ihren Kreislauf, sodass Sie weniger leicht ermüden. Er kostet wie die anderen Implantate 4000 Das Kronkorken. sind ganz ehrlich Peanuts für uns. Hier sind die Kronkorken. Nehmen Sie Platz im Autodock. Das wird ein paar Stunden dauern. Sehr schön, das nächste Implantat. Das gefällt mir sehr gut, dass wir uns hier, naja, noch weiter verbessern können. So, Ausdauer. Ich frage mich natürlich, was passiert, wenn man auf einer Fertigkeit auf 10 ist und dann ein Implantat hat. Ich weiß nicht, ob man dann quasi auf 11 hochgeht, keine Ahnung. Da manche im Skelett haben wir Ausdauerimplantat. Ihr Nervensystem wurde mit dem Nozizeptionsregulator verbessert. Ihre Ausdauer steigt um 1. Bewegungsimplantat haben wir Big Brained. Das haben wir quasi erhalten, obwohl unser Gehirn ja wieder eingesetzt wurde. 10% more resistant. Huch. Moment, Moment hier. Surprisingly, your damage threshold has improved by 10%. Das ist schon sehr praktisch. Das heißt, nur durch die Add-ons haben wir ja quasi positive Effekte dazu bekommen. Glückimplantat. Ihr Stirnlappen wurde mit dem Wahrscheinlichkeitskalkulator verbessert. Ihr Glück steigt um 1. Kraft tot. Sie hatten einen Schadensbonus gegen alles und jeden, weil sie so gerne alles und jeden töten. Auch schön. Herzlos. Robots are now confused by you. 50% less likely to score critical hit. Das ist schon sehr praktisch. Ich meine ganz ehrlich, wir sind ein Cyborg. In diesem Sinne. Und das hat auch durchaus positive Nebeneffekte, Lebensspender. Monozytenbrüter. Sie regenerieren automatisch langsam verlorene Trefferpunkte. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das so richtig funktionieren mag. Also eigentlich sollten wir ja Trefferpunkte durch meinen Heiligenschein hier und durch das Implantat wieder erlangen, aber ob das so wirklich funktioniert, ich weiß nicht. Sie sind zurück. So, bekommen wir noch eins eigentlich? Ich fürchte, Sie. Nein, okay. Wir müssen unsere Ausdauer noch weiter erhöhen. Also in diesem Let's Play werden wir keine weiteren Implantate mehr erlangen, aber egal. Die jetzigen reichen mir definitiv. Crimson Karawane, da können wir nochmal nachsehen, ob wir da nochmal etwas kaufen können. Ja, ansonsten. Genau, eine Sache. Also, wie gesagt, ich weiß, wir sind hier schon wieder relativ lange unterwegs. Eine Sache muss ich definitiv, beziehungsweise will ich definitiv noch erledigen vor dem Grande Finale. Und danach können wir uns dann noch aufmachen. Adio. Wunderschön. So. Hallo, sind Sie hier? Ja, okay, er hat 13. Wow, 13 Deckel, mein Freund.
Nicht übertreiben mit dem Geld. Ich meine, hier die 40.000 und hier die 13. Das ist schon ein sehr dezenter Unterschied. Arzttasche. Hat er eigentlich Stimpaks? Ich kaufe einfach mal alle. Dem haben wir echt einen Goldbarren verkauft. Wusste ich nicht mehr. Okay. Stimpaks. Die kaufen wir definitiv. Dann noch einmal hier nach oben. Und zwar Munition. Ja, die Frage ist, welche brauchen wir? Wir werden definitiv. Oh, es ist immer schwierig. Es ist immer etwas schwierig. Wir haben übrigens 32 Stimpaks. Das ist schon herrlich. So, Sniper Rifle bräuchte 308er. Ja, die ganz regulären nehme ich an. Moment. Ach, das sind. Nee. Hier, die hier brauchen wir. Naja, wirklich viel sind das auch nicht. Rohspitz. Okay. Dann bräuchten wir wahrscheinlich noch. Hier oben, hier oben, hier oben. MF-Zellen. Oh, ob der Energiezellen hat, das ist dann immer die Frage. Elektronenakku. Also er hat hier noch mal Energiezellen, die kaufen wir uns einfach mal. Das sind auch nicht sehr viele. Die kaufen wir uns auch für den Fall der Fälle. Und dann noch mal Mikrofusionszellen. Das sind aber auch echt nicht viele, Leute. Das sind wirklich nicht viele. Das hier sind ja dann MF-Zellen. E-Zellen. Ich kaufe wahrscheinlich sowieso schon wieder viel zu viel. Das werde ich niemals alles gebrauchen. Wahrscheinlich. Ja, für die LAER. Da sind MF-Zellen sehr nett. Okay. So, akzeptieren. Und tschüss. Gut, dann gehen wir nochmal zu den Waffenschiebern. Einfach mal, um nachzusehen, ob der nicht doch noch irgendwelche Munition hat. Ansonsten, ich wüsste auch nicht genau, wo ich jetzt noch Munition irgendwas kaufen könnte. Wir sind definitiv gut ausgerüstet. Spätestens mit dem Fat Man. Der Fat Man, der ist auch wahrscheinlich etwas zu viel des Guten. Moment, die Waffenschieber waren wo? Hier unten. Ich verwende mal schnell die Schnellreise, die wirklich schnell geworden ist, glücklicherweise. Wobei sie in letzter Zeit doch wieder etwas länger braucht, aber immer noch sehr schnell ist. Willkommen, Sir. Ja, ich will dein Gesicht nicht sehen. So. 308er. Kaufen wir. Hohlspitz, panzerbrechend, meinetwegen. Magnum Revolver. Achso, ja, sollte man die anderen Waffen überprüfen hier. Aber das waren ja eigentlich zum größten Teil nur. Das wären 308er, das sind. Wenn ich mal die Waffen finden würde, MF-Zellen, E-Zellen. Ja. MF-Zellen, MF-Zellen. Brennstoff haben. Oh, Brennstoff. Danach hätte ich auch mal Ausschau halten müssen, aber Brennstoff haben wir noch einigen übrig. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht sehr viele Waffen dieses Mal dabei. Nicht optimal. Okay. So, sehen wir mal nach. 10 mm Pistole, Hohlspitz, panzerbrechend. Also, naja, hier diese ganze Munition werden wir wahrscheinlich nicht gebrauchen. Hohlspitz. 10 mm haben wir eigentlich noch genug, aber ich kaufe trotzdem mal welche. 5 mm oder 5,6 Panzerbrechen. Ja, kaufe ich eben auch die Panzerbrechen, ne? Die hier, die hier. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, wir haben jetzt noch 39.000. Und nach dem Finale kann ich ja. Dann ist das Let's Play vorbei. Also, wenn, dann müssen wir jetzt Geld ausgeben. Denn mit dem Geld kann ich nichts mehr anfangen. Außer, dass es ein gutes Gefühl ist, dass wir so viele Kronkorken haben. Ohne Frage, das muss ich zugeben. Dann Cowboy Repeater. Genau. Ach, stimmt ja, die Ashtar, das war ja die etwas stärkere. Naja, Fat Man. Ich glaube, mit der Fat Man können wir schon genug Schaden anrichten. Erweiterte Tanks. Okay.
Ah ja, Brennstoff. Haben wir eigentlich hier noch welchen? Ist der unter Brennstoff oder unter Flammenbrennstoff? EFFFF. Firebomb. Achso, Flammenwerfer. Ja, da waren wir eben schon. Ja, Goldbarren hatten wir eben auch verkauft. Hunting Shotgun, das war Kaliber 12. Ich sehe nochmal die Waffen durch, aber ich glaube, wir können uns dann... Ja, oder haben uns mehr oder weniger zugedeckt. Ich hätte gerne noch mehr Munition gekauft, aber da werden wir wohl nicht fündig werden. Light Machine Gun würde auch 5,56 mm Patronen verschießen. 5,56 mm, da haben wir ehrlich gesagt... Boah, da haben wir echt nicht viel. Ich wüsste jetzt aber auch partout nicht, wo wir noch mehr Munition herbekommen würden. Schauen Sie. Gibt es hier noch irgendwelche bekannten... Irgendwelche anderen Waffenhändler, von denen ich wissen sollte, mit denen ich mich zudecken kann? Boah, ich habe keine Ahnung. Gibt es bestimmt. Bloodborne-Höhle, aha. Aber ich habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen reisen wir zum Nordtor zurück, gehen nochmal in unser Apartment rein, nehmen uns unsere Waffen und rüsten... Okay. Kess aus. Achso. Falsche Waffe. Der will uns nämlich angreifen, der Spaßvogel. Ach, die hatte ich noch gar nicht repariert. Sheriff's Head. Warum hat er uns attackiert? Ich habe keine Ahnung. Wir können auch jetzt bestimmt... Powerhelm, Powerhelm. Ja. Das ist das Schöne. Wir können jetzt einfach den T-51B Powerhelm können wir mit einem Sheriffshut reparieren. Wieso auch immer. Frag mich nicht die Logik dahinter, aber es geht. Und es ist herrlich. Weil das spart uns natürlich absolut Geld. Wenn wir uns einfach so einen blöden Hut holen müssen. Ich weiß, ich hab im Big MT sehr viel Geld für die Reparaturen ausgegeben. Egal, Leute, es geht einfach schneller. Wir haben genug Geld, wir müssen jetzt nicht sparen. Ich glaube, Leute... Oh, Moment, bevor... Wie gesagt, eine Sache muss ich noch machen, bevor wir das Finale antreten. Hätte ich jetzt das... Ich glaube, das hätte ich davor machen müssen, tut mir leid. Kann ich von hier aus nochmal die Schnellreise antreten? Ja, ich glaube schon. Ich muss nämlich Richtung... Ob ich das jetzt auf die Schnelle finde... Das war... Moment, wo ist Good Springs? Good Springs ist weiter unten. Hier ist Good Springs. Good Springs Quelle... Prim! Wir müssen nach Prim, da will ich nämlich noch eine Sache erledigen. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Wir waren hier schon am Anfang des Let's Plays, wer sich noch erinnert. Das ist... Na schön, da sind wir schon. Bison Steve. Wir konnten... War das hier? Ich glaube ja. Wir betreten mal dieses Gebäude hier. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir schon einmal hier waren. Hallo? Wen haben wir denn hier? Beschädigten Roboter untersuchen. Und Leute, das dürfte vielleicht den ein oder anderen bekannt vorkommen. Habt gehört, wir verdanken es Ihnen, dass hier wieder Ordnung herrscht. Alle Achtung. Ja, das ist wahrscheinlich schon etwas länger her. Haben wir mit ihm schon gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Roboter. Das kaputte alte Ding? Was wollen Sie denn wissen? Hm. Wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Was ist mit ihm falsch? Keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Stört es Sie, wenn ich ihn repariere? Sie können es gerne versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Novak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Na, ich weiß ja nicht. So, mein lieber Eddie. Ja, Leute, und wer sich noch an Lonesome Road erinnert, das war ja erst vor, naja... ein paar wenigen Episoden, als wir eben das letzte Add-on gespielt haben. Mit Ulysses unter anderem und mit Eddie. Und ja, ihr seht richtig, die Mission, die wir jetzt erhalten haben, die heißt Mein lieber Eddie.
Beschädigter Roboter. Hierbei handelt es sich um ein weiterentwickeltes Modell des Roboters mit verstärktem Gehäuse. Es ist recht abgenutzt und scheint schon einiges durchgemacht zu haben. Man sieht aber kaum schwere Beschädigungen. So, die Elektronik in Augenschein nehmen, Wissenschaft. Nur wenige der Elektronik-Hauptsysteme scheinen voll funktionsfähig zu sein, aber die redundanten Systeme funktionieren alle. Wenn man die Hauptsysteme umgeht, sollten die Sekundärsysteme das kompensieren und die Reparatur leichter machen. Wissenschaft von 55 erforderlich. So, Reparaturversuchen können wir ja auch machen. Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen rekalibriert oder ersetzt werden, aber es sieht ganz so aus, als ob man den Roboter reparieren könnte. Reparieren von mindestens 65 erforderlich. Reparatur durchführen. Los geht's. Prim ist eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl ab. Ach ja. Begleiterprotokoll Start. Eddie gewährt ihnen das extra verbesserte Sensoren. Gefolgt soll Protokoll terminieren. Aha. Alles um sich. Reden. Denn das Ganze hier, ich habe mich nochmal erkundigt, es gibt zwei Eddie. Wir gehen mal kurz. So, einmal hier entlang. So. Na, mein guter Eddie. Das hier ist übrigens eine Kopie des Eddies, den wir in Lonesome Road kennengelernt haben. Es ist nicht der gleiche Eddie, aber es ist eine Kopie. Und ganz ehrlich, Leute, Eddie hat sich geopfert, also war es das Mindeste, was wir machen konnten, um seine Kopie zu holen. Ich hab echt mein Herz an Eddie verloren. Ich bin ganz ehrlich, Leute, das hat mich mitgenommen. Das hat mich traumatisiert mit Lonesome Road. Der kleine Eddie, ach ja. Das heißt, in Lonesome Road haben wir quasi, ja, Eddie verloren, aber das hier ist eine Kopie von Eddie. Eddie zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Okay. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass wir Eddie hier finden. Und das war auch nur Zufall, dass ich von Eddie hier erfahren habe, dass wir eben hier in dieser Örtlichkeit ihn überhaupt finden. So. Okay, wir sind hier. Und nun, hier haben wir ja auch das Gehirn geholt. Ach, ich muss wahrscheinlich noch ein Stück weitergehen. Die Garage? Sehen wir mal nach. Na, Eddie, mein Kleiner. Eddie. Hier. Mit ihr reden? Old Lady Gibson? Sie sind also wieder zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Was können sie verkaufen? Hat sie auch noch Stimpaks? Schade. Hätte ja sein können. Nine of Diamonds. Okay, Spielkarten. Reparaturen, naja. So. Achso, Moment, mein Fehler. Fertig. So, auf Wiedersehen. Und. Ah, das ist doch sie. Also, der Pfeil führt mich auch zu ihr. Optional Eddie zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Ich weiß aber nicht, was wir nur mit ihm machen können hier. Wartung herstellen, kannst du mir helfen? Blei. Zerlegung, Zerlegung, Zerlegung. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Das würde mich jetzt durchaus interessieren, aber ich weiß es nicht. Also hier könnten wir anscheinend noch irgendwas mit Eddie anfangen. Wie dem auch sei, Eddie ist jetzt Teil des Teams. Aber wir können ja leider nur zwei Mitglieder immer mitnehmen. Das heißt, also ich nehme mal an, er ist auch mit inbegriffen. Also wir können ja eigentlich nur ein Mitglied dabei haben in unserem Team. In Fallout 1 und 2 konnte man ja das Ganze noch erweitern. Also dass man mehr Mitglieder oder Begleiter dabei haben kann. Aber hier in New Vegas kann man eben nur eines dabei haben. Und also einen Humanoiden quasi. Also Rex dürfen wir noch zusätzlich dabei haben. Ich weiß nicht, wie das bei Eddie ist. Wir reisen jetzt zumindest. Also ich glaube, Leute, mir bleibt jetzt wirklich nichts weiter übrig. Ich habe hier alles erledigt. Nur noch das Finale wartet auf uns. Wir haben bis dato quasi alle Hauptmissionen erledigt, bis auf das Finale. Wir haben sehr viele Nebenmissionen erledigt. Wir sind auf Level 50 angekommen, haben alle Add-ons erledigt. Wir haben einige Begleiter kennengelernt, unter anderem eben Cass, Rex und Eddie.
Wir hatten ja auch bei der Apokalypse noch einen Begleiter und wir haben auch einen Ghoul kennengelernt. Ich glaube, wir haben auch einen Ghoul kennengelernt, den wir aber damals nicht mitnehmen konnten, wie gesagt, da wir nur einen Humanoiden eben mitnehmen konnten. Und deswegen sind wir auch immer mit Rex und Cass unterwegs gewesen. Ja, ich meine, als Erinnerung an Eddie nehmen wir ihn mit. Also er ist quasi eine Kopie von Eddie. Ich weiß da auch nichts genaueres über die direkte Hintergrundgeschichte. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ach, ich frage mich auch, können wir die anderen überhaupt mitnehmen zum Finale? Denn ich musste ja hier lassen. Ah, guck mal, wer da... Ja, ich fühle mich einsam. So. Geht klar, dann geht die Fahrt wohl los. Heißt das, dass wir echt sie und ihn mitnehmen könnten? Als Begleiter? Aber ich glaube, Rex wäre dann zu viel. Vorsicht, wahrscheinlich. Die Straße verlassen. Wo ist Rex? Rex. Rex, 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 Rex ist nicht hier. Ist er wieder nach Freeside zurückgekehrt oder hängt er hier irgendwo rum? Ach, hier. Also ich will ihm ja nicht hier stören auf der Toilette, aber gut. Ja, ja, knurrt wegen seiner Anwesenheit. Sie können immer nur einen Begleiter gleichzeitig haben. Okay, also wir könnten jetzt quasi Eddie oder Rex mitnehmen. Ach Mensch. Okay, dann nehme ich mir nochmal Waffen. So. Light Shining in Darkness. Hugwheeler, die sollten wir vielleicht sogar mitnehmen. Chainsaw, naja. Fatman haben wir. Wir haben jetzt keinen Fatman gerade dabei, nehme ich an. Nö. Okay, dann kommt der Fatman mit. Die kommen nicht mit. Light Machine Gun. Wir haben zu wenige 5,56mm Patronen. Aber wir haben noch einige 5mm Patronen. Das heißt, die Minigun kommt auch mit. Ja, Riot Shotgun. Roter Schein kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Okay, ich denke, wenn ich jetzt noch irgendwelche Waffen hier lassen kann, dann sollte ich das tun. Ja, Stimpaks und Super Stimpaks, da haben wir einige. Sniper Rifle nehme ich definitiv mit. Naja, Schaufel werde ich auch nicht mehr gebrauchen können, bei besten Willen. Schön, dass wir sie nun haben. Wir hätten ja damit Gräber ausschaufeln können. Aber naja. MF-Zellen, da haben wir nur echt wenige. Das ist wirklich schade. Wir haben aber einige E-Zellen. Plasma Defender, na schön. Ja gut, Munition verbraucht ja keinen Platz. Minigun nehmen wir definitiv mit. Laser Rifle Plus sieht soweit auch noch ganz ordentlich aus. Den nehmen wir mit. Korken haben wir auch noch 35.000. Das Upgrade, das können wir eigentlich mal verwenden, auch wenn ich die Waffe wahrscheinlich nicht weiter verwenden werde. Energiezelle, Energiezelle. Partylöwe. Und die Ausrüstung hier, die behalten wir natürlich. Ich wollte jetzt aber auch noch, wir haben doch eigentlich noch zwei Waffen dabei, die ich nicht wirklich... Kann es sein, dass wir die nicht ablegen können? Ich habe ja noch diese eine Waffe dabei, mit der wir die Bomben auslösen konnten. Und ich habe ja noch die andere Waffe dabei, mit der ich mich teleportieren kann. Kann es sein, dass wir die gezwungenermaßen im Inventar dabei haben? Die wären ja... Moment, Waffen. So, die kann ich jetzt erstmal upgraden. Genau. Schade, dass wir nicht noch mehr 357er haben. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir die noch irgendwo... Hier, Laserdetonator. Ich glaube, den können wir gar nicht ablegen. Aufgabengegenstände. Hm, naja. Aber ich verstehe nicht, warum wir den... Ja, das verstehe ich nicht, warum wir den Laserdetonator nicht ablegen können. Bei der Big Mountain, bei dem verstehe ich es. Komisch. Okay, dann haben wir jetzt noch die... Ja, den Fatman haben wir dabei. Wir haben noch eine Mini-Nuke für den. War... Ich habe doch... Fatman, ich habe doch Mini-Nukes-Munition. Hier. Mini-Nuke. Ich habe ganz viele Mini-Nukes. Ich... Bin gerade etwas überfragt. Ich frage mich auch, also wir konnten hier anscheinend... Irgendwie kann man ja auch die Munition wechseln, aber ich weiß beim besten Willen auch nicht wie. Hm. Also... Ich weiß jetzt nicht, was hier der Hintergrund ist. Wir haben doch Mini-Nukes. Fernwerfer haben wir.
Die haben wir. Arc Welder. Laserdetonator. Minigun. Die könnten wir mit der hier. Ach, das will ich auch nicht unbedingt. Damit reparieren. Super Hammer. That Gun. Roter Schein. Riot Shotgun. Light Machine Gun. Vielleicht können wir die noch weiter verarbeiten. Das mit dem Fat Man, das verstehe ich aber nicht ganz. Für die Light Machine Gun hatten wir eben nur relativ wenig. Ne, die Machine Gun können wir. Die Minigun können wir nicht mit der Light Machine Gun reparieren. Okay, dann bleibt die Light hier. Ich habe keine Ahnung wieso. Light. Hier, da. So, dann überprüfe ich nochmal meine Kollegen hier. Verteilen wir mal die Ladung neu. Sie hat doch eine Laserpistole. Laser RCW, Laser Rifle, Whiskyflasche, Plasmapistole, Plasma-Rifle, Raketenwerfer. Ach, sie hat den Raketenwerfer. Schießt im Brands. Naja, also ich glaube, sie dürfte hier mehr als genug haben. X2-Antenne habe ich auch gegeben. Ich kann aber mal die Waffen hier abnehmen und gucken, ob ich die verarbeiten kann. Auch wenn ich nicht unbedingt daran glaube. Verdammt, die Minigun können wir nicht weiter reparieren. Tauschen wir. So, und zwar bekommt sie nochmal die Pistole. Die hier bekommt sie auch. Dann wäre es eigentlich am praktischsten, wenn wir ihr ganz ehrlich die Power-Rüstung geben. Und zwar, Moment, welcher ist besser? Der hier. Zack und zack. Mit meinem ganzen Gepäck kann ich mich keinen Finger breit bewegen. Ja, tut mir leid. Meine Güte. Wie schwer sind diese Waffen hier? So, Cass kann nicht mehr tragen. So, aber jetzt kann ich ihr eigentlich noch den Helm geben, wenn ich mich nicht irre. Und zwar den hier. Okay. Also ganz ehrlich, man erkennt sie jetzt nicht mehr wirklich unter der Rüstung. Ich habe auch gesagt, die anderen Sachen stehen ihr besser. Aber sie ist jetzt adäquat ausgerüstet. Macht wahrscheinlich keinen wirklichen Unterschied, weil, naja, Begleiter können ja sowieso nicht sterben. Aber ganz ehrlich, wenn wir schon die Chance haben, unsere Begleiter auszurüsten, dann sollten wir das auch machen. Die kann ich dann wohl... Ich behalte die erstmal, die T-51B, die kann ich ja dabei behalten. Wir sind ja nicht wirklich schwer beladen. Cyberdog Gun. Kann sie noch tragen? Dann kann sie das gerne nehmen. Ich hoffe, sie ist da soweit adäquat ausgerüstet. So. Okay. Ja, dann können wir eigentlich gehen. Also ich bin auch überhaupt nicht überladen. Also wirklich, das war jetzt unironisch. Wir haben mehr als genug Platz in unserem Inventar. Also können wir eigentlich gehen. Aber ich muss sagen, Eddie, so sehr ich deine Gesellschaft schätze, wir werden wohl oder übel Dogmeat mitnehmen. Also Eddie bleibt erstmal hier. Aber schön, dass wir ihn auch als Begleiter haben. So. Basisrückkehr, bestätigen, abbrechen, weiter. Basisrückkehr. Ah ja, okay. Hier ist unsere Basis. Gefällt mir übrigens sehr, dass wir hier eine eigene Basis haben. Hatten wir ja in Fallout 3 nicht so wirklich und in Fallout 1 und 2 eigentlich auch nicht. Da hatten wir nie wirklich einen Zufluchtsort in dem Sinne. So. Okay. Jetzt würde mich nur noch interessieren, warum kann ich die Waffe hier nicht laden? Casino? Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr wirklich übrig. Genau, die beiden haben wir dabei. Genau. Rex und Cass. Cass hat die Powerrüstung an. Das betont wirklich ihre Figur. Muss ich sagen, da steht ihr. So. Was ist denn mit dieser Waffe los? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt hier... Naja. Die Waffe noch weiter... Ach, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, wir müssten irgendwie die Munition wechseln können, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir machen aber nochmal eine Sache. Und zwar gehen wir nochmal zu den Waffenschiebern. Aber, ja, ein letztes Mal. Aber danach starten wir wirklich... Da will ich nicht hin. Nein. So. Ich hoffe mal, dann sind wir entsprechend ausgerüstet. Ich hätte wirklich noch gerne mehr Munition.
Für manche Waffen haben wir sehr wenig. Das stört mich etwas. Okay, sehen wir mal nach. So. Achso, Moment. Moment, bevor wir das machen, ich speichere hier nochmal. Genau. Willkommen, Sir. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Einen Fatman haben wir schon. Fatman, die sind weiter oben. Fatman. Hier, Fatman. Esther, wenn wir so eine kaufen. Das würde uns aber ziemlich belasten. Aber hier steht auch Mini-Nuke 0. Wir haben doch... eindeutige Mini-Nukes. Und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir die nicht... Naja, wenn wir die nicht verwenden können. Wir haben ja unseren Fatman schon hier. Fatman, Mini-Nuke, 00. Ich habe das Gefühl, ich muss mich nochmal kurz erkundigen, wie ich den Fatman hier ausrüste. Ich melde mich gleich wieder. Na schön, ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Wir brauchen anscheinend... doch den anderen Fatman hier unten. Und zwar haben wir ja nur den normalen Fatman und ohne Leerzeichen, wieso auch immer. Und hier Fatman mit Leerzeichen, GRA, das ist eine verbesserte Version sozusagen. Und nur diese GRA-Version kann auch alle anderen Mini-Nukes abschießen. Oder zumindest kann der normale Fatman nicht alle Mini-Nukes abfeuern, nur die normalen Mini-Nukes. Und wir haben ja irgendwelche speziellen. So, akzeptieren. Verlassen. Goodbye. So, genau. Dann haben wir jetzt unter den Gegenständen noch den anderen Fatman hier. Das heißt, den hier können wir, keine Ahnung, loswerden. So, Rack, ich gebe dem einfach mal den Fatman. Fatman. Obwohl mir gerade einfällt... Wir können ihn eigentlich auch nochmal im Strip ablegen. Denn ich werde jetzt nochmal Eddie holen. Ich will nur eine Sache ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es. Okay, nochmal Notor. Notor. Moment, Gegenstände. Waffen. So, MF-Zellen, Brennstoff. Ja, also eigentlich sind wir jetzt mehr oder minder ausgerüstet. Wie gesagt, ich hätte sehr gerne noch mehr Munition. Aber ich glaube, daraus wird nichts und die jetzige, die wird wohl reichen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Schlacht uns hier bevorsteht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt, naja, mehr als 10 Atombomben abwerfen werde. Und zwar holen wir nochmal Eddie. Ich leg mal die Waffe ab. Das wirkte doch etwas einschüchternd, muss man sagen. Okay. In diese Richtung. Dann gehen wir nochmal mit Eddie eine kleine Reise an. Ich beeile mich, Leute, wirklich. Ich will mich auch beeilen, aber ganz ehrlich, nach dem Finale, tja, ist eben das Let's Play vorüber. Das heißt, wenn wir jetzt oder wenn ich noch ein paar Sachen erledigen will, dann sollte ich das eben auch tun. Denn danach habe ich keine Chance mehr. Klar, ich könnte das Spiel privat noch weiter spielen, aber ganz ehrlich, wenn das Let's Play vorbei ist, dann... Ja, dann sehe ich da jetzt auch keinen Grund mehr wirklich nach dem Finale. Also, ich spiele ja immer alles im Let's Play. Ich spiele ja außerhalb der Let's Plays, spiele ich auch überhaupt nichts. Wenn ich etwas spiele, dann nehme ich es auch auf. Fatman. Ja, den da. So, der kann weg. Das heißt, wir haben jetzt auch schön noch, oder noch einiges an Platz in unserem Inventar. Genau, dann bleibt Rex mal kurz hier. Ja, schöne Ansicht. Du wartest... Moment, hier warten. Getrennte Wege. So. 38, genau. Und der läuft jetzt irgendwo hier rum, flanieren, genau. Und Eddie, mein Freund. Du kommst nochmal mit. So. Genau, er folgt uns jetzt. Ja, genau. Cass auch noch. Die sieht schon etwas gefährlicher aus mit der Power-Rüstung, muss man sagen. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir reisen nochmal nach Prim. Denn ich frage mich gerade, bringt es etwas, wenn wir in Prim nochmal mit dem alten Mann sprechen? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Werden wir gleich sehen. Wenn nicht, dann eben nicht. Also, wie gesagt, wir könnten ja anscheinend mit diesem Eddie auch noch eine
Mission erledigen, aber wenn das eben nicht funktioniert, dann lassen wir es eben, beim besten Willen. Ich will das jetzt nicht versuchen noch zu erzwingen. Nettes Outfit. Man hört es, die Robbie Nash. Und die ging sich vertragen. Gut für Freeside. Ja. Hallöchen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso erfreut. Was sollte man über Prim wissen? Dank Ihnen ist Prim auf dem Weg nach oben. Wenn die Leute auf uns aufpassen, werden die Raiders wohl auf Abstand gehen. Das ist auch schon Ewigkeiten, ja. McCarran's Mass Hall needs more variety. Could we work out a deal? Naja, das Geschäft läuft schleppend. Und ich hätte auch nichts gegen das Einkommen. Allerdings bräuchte ich noch Kronkorken für notwendige Zutaten. Mit 200 Kronkorken könnte ich loslegen. Ja, meinetwegen. Falschen Sprache. McCarran hat mehr Gemüse und Wasser, als sie sinnvoll verwenden können. 200 Kronkorken sind... wir sprechen mal. 200 Kronkorken sind etwas happig. Ja, sprechen. Frische Nahrung und Wasser sind ihr Gewicht in Gold wert. Wir haben eine Übereinkunft. Sehr schön. Sie können McCarran ausrichten, dass in ein paar Tagen frische Snacks eintreffen werden. Ich werde dann auch die Gegenleistungen abholen. Ach ja. Okay, also wir hätten ja auch das Geld geben können, Tschüss. Aber ganz ehrlich, wenn wir sparen können, dann bitte. So, hat er noch was zu sagen? Sie haben den alten Roboter wieder zum Laufen gebracht? Und? Wie schlägt er sich? Genau. Komm hier, hm, geschossen hat, Lieferung... Haben sie etwas zu verkaufen? Wir laufen die Dinge in Prim. Hier herrscht zwar wieder Ordnung, aber die RNK kommandiert uns wie junge Rekruten herum. Naja, immer noch besser als vorher. Da sind wohl die Leute nicht sehr zufrieden mit. Ich habe ein paar Fragen zu Ellie. Dieser zerschundene alte Haufen Schrauben? Was wollen Sie denn wissen? Gute Frage. Wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding von der... Okay, das wissen wir ja. Irgendeine Ahnung, was ich damit anfangen soll? Kein Stück. Ich nehme an, dass es Leute gibt, die an solcher Technologie Interesse haben. Okay. Das war sehr informativ. Also, ich meine, wir waren ja mit ihm schon bei der alten Lady Gibson. Und ich habe es nochmal kurz nachgelesen. Eigentlich sollten wir dann hier quasi die Mission fortsetzen können, wenn wir ihn eben zur alten Lady Gibson bringen. Aber das hat anscheinend wieder nicht funktioniert, weil ich habe keine Ahnung. Sie sind also wieder... Nö. Der Pfeil führt mich anscheinend auch genau zu ihr, ja. Scheint wieder ein Fehler zu sein, also eigentlich sollten wir mit Eddie hier eine Mission fortsetzen können. Ich habe keine Ahnung, wieso das wieder nicht geht. Es ist auch egal, es ist eine Nebenmission. Wir gehen einfach. Dann sparen wir uns das. Ich verstehe es nur wirklich nicht ganz, weil ganz ehrlich, naja, wir spielen ja die Ultimate Edition und dann haben wir diese unzähligen Bugs hier. Ich weiß nicht. Hätte man noch etwas polieren können. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern das mit der Gamebryo Engine zusammenhängt, weil die scheint da ja wohl auch bekannt zu sein. Naja, wobei auch die Nachfolge-Engine, die hatte auch so ihre Probleme mit Bugs. Also, naja, Skyrim und so weiter. Also, die Elder Scrolls Oblivion lief ja auch noch auf der Gamebryo Engine und Skyrim läuft ja schon auf der nächsten. Und, naja, da... Das Spiel ist auch sehr bekannt für seinen ein oder anderen Fehler. Okay, ich werde jetzt nochmal kurz Rex auswählen, aber wenn wir zu Mr. House gehen, dann müssen wir ja sowieso unsere Partner hier zurücklassen. So, Präsident Suite. Dann machen wir mal. So, Eddie, ich habe mich sehr gefreut, aber du musst leider hier bleiben. So, terminieren, warum auch immer. Basis. So, verbesserter Sensor. So, und stattdessen nehmen wir Rex mit und die beiden werden ja sowieso hier bleiben müssen. Ja, da freut er sich. Zack. Er ist dabei, gut. Jetzt gehen wir endlich wieder zu Mr. House. Es ist schon lange her, um das Finale zu aktivieren. Also eigentlich haben wir es schon aktiviert, aber ich glaube, wir können das hier rüber nochmal starten. Na. Jane. Oh, da kriege ich ja plötzlich Gänsehaut. Und stelle fest, dass ich einen Raketenwerfer habe. Okay. Du siehst irgendwie verändert aus. Hast du etwa eine neue Frisur? Das ist so die... Das ist so, die Standardphrase. Naja. Das ist so eine ziemliche Standardphrase. Stelle ich mir vor, in so einer Ehe, die schon seit sehr vielen Jahren anhält. Das wäre so eine Standardphrase darin. So, hast du etwa eine neue Frisur? Das ist lieb, dass es Ihnen aufgefallen ist.
Ich wurde auf Mark II abgegradet und jetzt habe ich diese todschicken, hochexplosiven Waffen. Das wird böse ausgehen. Ich habe eine Schneekugel für Mr. Hoss Sammlung gefunden. Sie haben eine? Ach, das ist ja wunderbar. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zum Rest der Sammlung. Das Merkwürdige war ja, wir hatten im zweiten Addon die erste Schneekugel gefunden und dort wurde uns direkt Geld überwiesen. Und wir haben jetzt vor wenigen Episoden noch eine gefunden, daran erinnere ich mich auch noch. Das war, glaube ich, sogar in Jacobstown. Und die mussten wir jetzt hier abliefern, ich weiß nicht wieso. Die eine mussten wir ja nicht abliefern. So, mein Freund. Mr. House. Ach ja, ich bekomme also... Das hier ist schon echt eine besondere Atmosphäre hier. Auch ein sehr besonderes Ambiente. Der Angriff der Legion könnte jeden Augenblick beginnen. Ich bin bereit, bringen wir das zu Ende. Wir beide haben eine Menge erreicht. Eine letzte Aufgabe und unsere Arbeit ist beendet. Ich sehe sie im Kontrollraum. Na schön. Sie wollen bei der Schlacht am Hoover-Staudamm für Mr. House kämpfen. Diese Schlacht wird das Schicksal von New Vegas für die kommenden Jahrzehnte entscheiden. Wenn Sie noch etwas tun wollen, bevor Sie sich in die Schlacht stürzen, dann tun Sie es jetzt, bevor Sie den Ort ohne Wiederkehr passieren. Legen wir los. Das Finale wird jetzt gestartet. Das Haus gewinnt immer 8 und danach geht es auf los direkt ins Finale. Alles oder nichts. Sie müssen in den Kontrollraum gelangen und den Überbrückungschip einsetzen. Wir sind mit Rex und mit Cass hier, sehr schön. Securiton Mark II. Sie müssen in den Kontrollraum gelangen und den Überbrückungschip einsetzen. Und die Schlacht naht anscheinend. Wir sehen nochmal die Aufgaben. Okay, genau, also Mr. House oder das Haus gewinnt immer 8, haben wir jetzt auch abgeschlossen, wenn ich mich nicht irre. 7, 8, genau, hier 8. Zum Hoover-Staudamm gehen und das Überbrückungsmodul am Terminal im Kontrollraum installieren, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber wir haben jetzt alles oder nichts. Zum Kontrollraum des Hoover-Damms gehen und das Überbrückungsmodul installieren, das sollte dann auch die finale Mission sein. Ich weiß nicht, wie das Ganze dann enden wird, keine Ahnung. Mit ist das dann... Oh Gott, hier. Da sind schon mal Leute. Das könnte schwierig werden. Aber das ist auch in dieser Richtung hier. Ach, das ist hier vorne. Great Khan! Welche Waffe habe ich eigentlich gerade? Wahrscheinlich die... Ich habe gar keine gerade ausgerüstet. Oh, Tatsache. Das wird übel ausgehen. Okay, los geht's. Die ein Car Ranger greifen uns glücklicherweise nicht an. Okay, die Legion. Angriff. Ziel ist nicht negative Ruf erworben. Haben wir positives Karma erhalten? Ich glaube ja. Ja, sie haben Karma dazu gewonnen. Aber das wird sich leider nicht positiv genug auswirken. Ja, immer noch neutral. So, müssen wir hier rein? Das kann sogar sein. Nö, nee, weiter hier vorne. Hoover Dump Tower, da müssen wir rein. Okay, Leute, und das ist das Finale von Fallout New Vegas. Ich kann schon mal anmerken, das hier war ein großartiges Spiel. Ich meine, wir haben das... Wir sind jetzt noch mit dem Finale, aber das kann man jetzt schon mal sagen. Das war ein großartiges Spiel. Das ist es immer noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Geräusche wollen nicht so ganz gerade. Ich bin noch etwas. Komm schon, komm schon, komm schon, Freundchen. Den haben wir auch. Ach du Heilige. Oh, oh. So, meine Freunde, schmeckt meine Minigun. So, da hinten kommt noch, wir müssen hier rein. Hoover Dam Tower. Tja, und wir kämpfen für... Mann, ist das ruhig hier. Die Ruhe vor dem Sturm. Mehr oder weniger, ich werfe mir mal ein paar Stimpacks ein. Wir haben übrigens... 35, okay. Ja, das können wir mal machen. Die sind auch sehr wirkungsvoll, weil wir unsere Medizin erhöht haben. Unsere Fertigkeiten. Wir müssen hier nach oben. Nehme ich an.
war das auch nicht unbedingt richtig. Sind wir hier richtig? Sind wir im richtigen Gebäude? Ja. Hoher Staudamm, hier sind wir richtig, aber das werden wir wahrscheinlich nicht hier installieren müssen. Gut, das war's dann wohl. Sie müssen in den Kontrollraum gelangen und den Überbrückungschip einsetzen. Ach, oder müssen wir hier lang? Ich bin schon wieder verwirrt. Wir werden gleich mal sehen. Hier kommen wir ja eigentlich wieder in den Untergrund, dass sie... Ist das richtig? Ja, hier sind wir richtig. Anscheinend. Okay, dann mal los, Leute. Ja, wir sind hier unten richtig. Den Ort hier hätten wir... Es darf niemand in den Kontrollraum. Eigentlich auch über einen anderen Weg erreichen können, Heavy Trooper.